Das Krankenhaus der Elisabethinen Linz ist das zweitgrößte Zentrum für Stammzelltransplantationen in Österreich und hat im Mai diesen Jahres die bereits 1000. Transplantation durchgeführt. Dieser komplexe und hochspezialisierte Bereich der Medizin zählt zu einer der Kernkompetenzen des Hauses, das mittlerweile zwischen 70 und 80 Stammzelltransplantationen pro Jahr vornimmt. Es ist so, dass wir in der Vergangenheit immer probiert haben, auch bei der Medizin Verfahren auszuwählen, die Zukunft haben, die den Patienten was bringen. Ist natürlich auch aus der Geschichte des Krankenhauses. Wir haben die Nierentransplantation hier bei uns, wir haben die Knochenmarkstransplantation. Damit ist das fachliche Know-how im Krankenhaus. Und da Patienten aus ganz Oberösterreich und darüber hinaus zu uns kommen, haben wir auch genügend Patienten, die wir behandeln können, so dass wir das Wissen haben. Die Erfolgsgeschichte der Stammzelltransplantation reicht bei den Elisabethinen bereits 20 Jahre zurück. In dieser Zeit hat sich vieles zugunsten der Patienten verändert. Damals waren es Patienten, vorwiegend junge Patienten, die man transplantiert hat. Es waren ganz am Anfang die eigenen Blutstammzellen, die man zurückgegeben hat. Da hat man das noch nicht so gut gekonnt, das Immunsystem zu modellieren. Es waren Patienten, die keine Begleiterkrankungen hatten. Und dann hat sich viel verändert. Wir haben neue Medikamente bekommen, um Patienten besser zu schützen während dieser Phase, wo sie infektgefährdet sind. Wir haben neue Medikamente bekommen, andere Immunmodulation durchführen zu können. Wir können heutzutage auch nach der Transplantation die Tumortherapie in gewisser Weise weiterführen. Wir haben einfach bessere Chancen. Mittels Stammzelltransplantation wird ein fremdes Blut- und Immunsystem in den Körper eines meist an Leukämie erkrankten Menschen implantiert, wodurch sich viele sonst als unheilbar geltende Bluterkrankungen heilen lassen. Wir behandeln manche Patienten mit einer sogenannten nicht bösartigen Erkrankung des Blutbildes. Die haben in dem Sinne keinen Krebs, die haben ein nicht funktionierendes Blutsystem und hier haben wir Heilungschancen bis zu 90% nach einer Stammzelltransplantation. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Patienten mit sehr aggressiven Leukämien, bei denen wir je nachdem, in welchem Remissionsstand sich die Leukämie befindet, auch nur bis zu 30% heilen können. Eine der ersten Stammzelltransplantationen im Krankenhaus der Elisabethinen erhielt Kurt Werl aus Forchdorf Anfang der 90er Jahre. Er ging wegen einer hartnäckigen Grippe zum Hausarzt. Die niederschmetternde Diagnose lautete akute myeloische Leukämie. Nach der Chemotherapie und zwei Rückfällen war die Stammzelltransplantation schließlich seine letzte Chance. Ja, ich war einerseits natürlich sehr erfreut, natürlich mit einer gewissen Angst verbunden, das ist schon klar, aber für mich war es wichtig, jede Chance zu nutzen, die uns irgendwie angeboten wird, weil ich eine Familie habe, auch kleine Kinder gehabt habe damals und gesagt habe, also das müssen wir machen und das müssen wir durchstehen. Mir geht's gut, ich bin ein leidenschaftlicher Jäger, ich gehe gerne auch in den Bergen wandern mit meiner Frau. Ich reise viel, ich bin auch dienstlich, aber auch privat sehr viel weltweit unterwegs und habe mittlerweile eine kleine Enkeltochter und ja, die Zeit wird mir knapp genug immer. Weltweit wurden bisher rund 1 Million Stammzelltransplantationen durchgeführt. An der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Methoden wird daher stetig gearbeitet. Also wir haben immer mehr kleinere Familien, es gibt immer weniger Geschwister. Die Geschwister waren bisher oder sind bisher die erste Wahl als Spender, aber wenn keine Geschwister da sind, dann braucht man eben einen Fremdspender, den man nicht für alle Patienten identifizieren kann. Und da ist es jetzt eben wichtig, dass man trotzdem auch die Patienten, die keinen zu 100% passenden Fremd- oder Geschwisterspender haben, transplantieren kann. Da gibt es jetzt eben Verfahren mit Nabelschnurblut-Transplantationen oder eben Familienmitglieder, die nur zu 50% passen. Das sind die sogenannten haploidenten Transplantationen. Auch in der Vor- und Nachsorge sieht das Krankenhaus der Elisabethinen Linz in Zukunft weiteres Veränderungspotenzial, um mit neuen Medikamenten und Therapiemaßnahmen noch individueller auf jede Bluterkrankung eingehen zu können.